So, dritte Runde. Wenn es jetzt in dem Part nicht klappt mit dem RNG, absolut RNG-Level, dann, ja, wie gesagt, innerhalb des Parts, also gegen Ende des Parts, ich sag mal, ich gebe mit so 45 Minuten, würde ich sagen, ungefähr. Wenn es bis dahin nichts wird, dann safe-staten wir es halt. Ja, also, die Räume einzeln kriegt man ja hin. Und dann machen wir halt immer einen Raum Safe State, so, ja. Irgendwie so. I don't know. Gut. Wir werden sehen. So. Haben wir da noch die Escort-Musik? Ja, ne? Ist ja wurscht. Ich höre es gerade nicht raus. Okay, den Raum kennen wir. Und wir haben jetzt auch relativ viele Räume gelernt, also. Ja. Genau, Esco-Musik. So, Raum 1. Okay, den könnten wir sogar schaffen. Nein, 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 nicht abhauen. Oh, das war knapp. Oh, das war böse knapp. Okay. Oh mein Gott, den könnten wir auch schaffen. Aber jetzt steigt halt die Aufregung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie springe ich da jetzt? Wann springe ich da jetzt am blödsten? Ich glaube, ich springe, wenn oben die Lücke ist und versuche unten richtig durchzukommen. Jo. Oh Gott, den können wir auch schaffen. Wenn ich nämlich nicht komplett versau... Also wenn ich jetzt nicht komplett alles versaue, könnten wir den schaffen. Das Problem ist halt... Ja... Ich glaube, geschafft habe ich ihn bisher noch nicht. Oh Gott, wie machen wir das jetzt am blödsten? Mit Aufregung ist das echt jetzt schwierig. Okay, ich bin diesmal nicht runtergerutscht. Das letzte Mal bin ich da nach links weggerutscht. So, jetzt muss ich den halt mitnehmen. Ah. Okay, jetzt muss ich wieder drauf springen. Okay. Block mitnehmen. Ja, okay, schade. Aber war ein guter Start. War ein guter... Oh, der Raum ist auch nett. War ein guter Start. Gleich mal bis Raum 3 gekommen. Ich fand das, fand ich ganz nett. Aber das ist auch, also der Raum, wenn das mal der fünfte Raum ist, dann bin ich da super aufgeregt, ne? So. Oh Gott. Okay. Es ist denkbar, aber nicht der dankbarste Raum. Mit dem würde ich lieber starten. Das wäre eher ein Raum, mit dem ich starten würde, damit er weg ist, einfach. Okay. Okay. Rüber. So. Bisschen vor. Noch ein bisschen. Und hopp. Okay. Haha. Kritischer Moment. Müsste passen, ne? Von der Höhe her. Ja. Passt. Raum 3. Oh, Scheiße. Okay, keine Ahnung. Das wird nix. Ja. Wie gesagt. Okay. Da. Schlecht. Okay, den kennen wir. Den können wir auch. Also den kennen wir nicht nur so, den können wir auch. Beides trifft hier zu. Okay, sehr schön. Den kennen und können wir auch. Wenn ich nicht wieder Blödsinn mache, wie das letzte Mal. Okay. Raum 3. Oh ja, das ist wieder jetzt vorbei. Ja, also hier schon vorbei. Schade. Okay. Okay. Für den Start ist er okay, weil ich ihn halt nicht schaffen werde, aber vielleicht auch noch. Mal gucken. Ah, ich hätte noch springen müssen. Okay, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Okay, den können wir auch schaffen. So nicht. Schade. Ja. Ja. Ja, so nicht. Schade. Okay, den kennen wir und können wir. Muss hier ein bisschen warten, dass es die mal nicht. Und dann nicht übers Wasser, genau. Nicht so drauf springen. Okay, den. Wir wissen, wie er geht, aber ich habe ihn bisher noch nicht geschafft, weil ich das Timing bisher immer versaut habe. Haha! Oh mein Gott. Oh, das ist echt timingtechnisch, das ist eine ganz schwierige Geschichte.
Okay, den kennen und können wir. So viel dazu. Können wir? Oh. Es ist eigentlich überflüssig zu sagen, wir kennen ihn, wenn wir ihn können. Es ist ja trivial, dass wir ihn dann... Scheiße, ich bin... Ich hab nicht nachgedacht. Es ist ja trivial, dass wir ihn dann kennen, wenn wir ihn auch können. Na? Ah, ich hab vergessen. Okay. Oh, das war mal... Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir ihn fast geschafft hätten. Okay. Das ist auch so ein... Das wäre auch so ein Raum, den ich nicht als fünften Raum haben möchte, weil ich da übelst aufgeregt sein werde. Ja, schaffe ich nicht mehr. Ah, Mist. Okay. Können wir... Nein! Oh! Kritisch. Schade. Kennen und können wir? Ja, hätte klappen können, wenn ich nicht reingesprungen wäre in das Viech. Hm, haben wir, glaube ich, noch nicht das Ende von gesehen, so richtig. Aber kennen wir auf jeden Fall. Ja, schade. Okay. Kennen, können wir? Ja, schwierig. Mit dem P-Switch ist es halt das Problem. Oh. Okay, irgendwie so, keine Ahnung. So richtig checke ich die noch nicht. Okay, da muss ich schnell sein. Das habe ich das letzte Mal falsch gemacht. Geh weg. Okay. Was? Ach, ich dachte, der geht kaputt. Oh Mist, ich dachte, der geht kaputt. Okay, hab ich falsch geschätzt. Ist in Ordnung. So, jetzt habe ich mal wieder getroffen. Jetzt habe ich mal wieder... Okay, man muss direkt die Röhre treffen. Schade. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay. Das wäre ein echter Raum für Raum 5. Das wäre ein schöner Raum 5. Den habe ich bisher noch keinmal falsch gemacht. Okay, der ist auch in Ordnung eigentlich. Scheiße. Ja, für den Start ist okay, dann ist er weg. Ja, schade. Wir können ihn theoretisch. Ja, dazu sage ich nichts mehr. Haben wir gerade schon gesehen. Passt auf jeden Fall. Okay. Mit bisschen Glück schaffe ich den Shelljump hinten. Aber das ist jetzt halt der Punkt. Jawohl. Raum 3. Oh Gott. Haben wir schon einmal geschafft. Also theoretisch ist es drin. Nice. Raum 4. Oh nein. Oh Gott. Ich weiß, wie er geht, aber den werde ich nicht auf Anhieb schaffen. Ja. Schade. Aber wir waren wieder Raum 3. Das ist doch was. Ach, scheiße. Okay. Die Möglichkeit, die Schmach von vorn wieder wegzumachen. So. Oh, yo. Mit ganz viel Glück. Ah, so nicht. Wäre es drin gewesen. Oh Gott, Also ich verstehe, wie er geht, aber habe ich noch nicht geschafft. Jetzt kommt der wieder. Ah, das ist auch kein dankbarer Raum. Okay. Ah, ich habe es verfehlt. Da muss ich schneller sein. Okay, jetzt haben wir den wieder. Nächste Chance darf... Oh. Chance dafür. Oh, den haben wir auch bisher noch nie geschafft. Ich meine aber, da ist klar, dass wir wissen, wie es funktioniert. Ne? Hat halt einfach bisher noch nicht geklappt, so richtig gut. Ja, schlecht. Ach ja, genau. Ja, komm. Okay, den haben wir bisher ganz selten gesehen. Ja, den versaue ich halt auch meistens leider durch, ja... Durch sowas.
Oh ja, genau. Dann gehe ich gleich raus. Och. Ja, komm. Einmal probieren. Aber imagine einfach, das wäre mal Raum 5. Ich habe jetzt schon die Zeit fast. Also es ist schon jetzt schon wieder vorbei. Das ist doch ein echt Scheißraum. Also das ist doch ein richtiger Scheißraum. Ach, der ist auch nicht gerade der geilste. Nee. Nee. Da haben wir bisher immer nur gesehen, dass dieser Fisch von der Seite reinkommt, aber nee. Aber mehr nicht. Okay. Komm hierher. Gut. Nein! Oh. Ja, der Raum ist auch... Das ist auch so ein absoluter Müllraum. Den will ich gar nicht spielen. Okay. Nein, zu langsam. Okay. Habe ich zwar bisher noch nicht geschafft, aber... Oh, scheiße. Aber würde ich realistisch sehen, dass es möglich ist? Ja? Ja, wenn man halt diesen scheiß Stein mitnehmen würde. Dann würde das gehen. Eieiei, okay, so. Zack, 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 zack. Und jetzt von hinten nach vorne. Oh, das ist auch so ein ganz komischer Raum. Da habe ich bisher noch keine Ahnung, wie ich das timen muss. Jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht sehen wir jetzt endlich mal mehr von dem Raum. Ah, okay, ich muss einfach nur auf den Fisch dann als nächstes. Alles klar. Das wäre sogar machbar. Den kennen und können wir. Also können wir tatsächlich. Ich muss jetzt auf die Shell und dann auf den und dann war es das eigentlich auch schon. Schade. Den können wir auch. Ah, fast. Hier. Ah, ich bin noch ein bisschen zu schnell. Ein Ticken zu schnell bin ich noch. Oh ja. Der Raum ist an sich eine coole Idee, aber leider... Ja. Leider versaue ich den immer. Oh ja, genau. Ja, komm. Das ist so ein ganz langer Raum, auch wenn er kurz aussieht. Der ist auch ganz kritisch. Ah, nein! Das hätte klappen können. Okay. Den habe ich bisher immer versaut. Allerdings nicht deswegen. Oh, was ist das denn hier alles? Ah, das ist... Weiß ich gar nicht. Was man da machen muss. Ach, das ist auch so ein Raum. Will ich gar nicht den Rest sehen. Das sind Räume, die... Die brauche ich gar nicht anfangen. Den können wir. Wow, wow. Das hat mich jetzt aber richtig zur Seite gezogen. So, Raum 2. Oh, können wir theoretisch. Yes. Raum 3. Können wir theoretisch. Ah, schade. Zu aufgeregt. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ah, schade. Hätte klappen können. Hm. Ja, nein. Oh, okay. Aber wär auf jeden Fall ein Raum, der möglich ist. Ah, schade. Okay. Das wäre definitiv machbar. Gut. Yo. Da habe ich es fast immer richtig weit geschafft. Nur dann halt... Also selbst den Sprung hier durch, aber dann durch die Tür komme ich nicht. Ah, jetzt habe ich den Sprung nicht geschafft. War klar. Okay. Nein, jetzt habe ich den fallen lassen. Was muss ich denn da tun? Okay, ich will mal kurz zurückspulen. Ich will mal den Raum lernen. Den lernen wir jetzt mal. Ich glaube nämlich, der ist machbar.
Also ich muss hier drauf. Ach so. Das ist alles. Und dann da den P-Switch drücken. Nur dass ich den jetzt halt aus irgendeinem Grund nicht gedrückt habe. So, ne? Jetzt drücke ich den. Und dann kann man da durch. Okay. Gut, Raum gelernt. Wäre, denke ich, ein machbarer Raum. Ah, zu langsam. Okay. Oh, da war jetzt ein... Ah, war jetzt sogar mal ein bisschen zu schnell. Uiuiui. Schwierig. So. Raum 2. Okay. Das wäre ein möglicher Raum 2 auf jeden Fall. Ja, nicht versauen. Weil ich meine, ich bin ja schon froh, dass es kein Zeitlimit zusätzlich gibt, ne? Das ist... Das wäre dann nochmal schwierig, aber... So, Raum 3. Oh, können wir... Oh ja, jetzt kommt der kritische Moment. Ganz... Ah! Ganz leichten Sprung. Okay. Darf den nochmal ausprobieren? Na, oder auch nicht. Okay. Nein! Okay, vielleicht schaffen wir den jetzt mal. Nachdem wir gesehen... Ah, da, nicht da oben in den Matsch rein. Nachdem wir gesehen haben, wie es geht. Oh, das ist auch so ein blöder Raum. Ja, ach Mann, der ist... Okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir den nutzen können, dass wir den geschafft haben. Ja, nice. Wow, okay. Gut. Okay, können wir. Habe ich schon mal geschafft. Ist halt Timing-Geschichte. Ja, ganz kritische Timing-Geschichte. Schade. Okay, können wir. Nur der P-Switch am Schluss ist das Problem. Der P-Switch am Schluss ist das Problem. Oh, sagt mir spontan nichts. Ah, okay, den müssen wir, den gucke ich mir mal an. Den habe ich mir viel zu selten schon angeguckt. Also so, so, okay. Also so, so. Nee. Ah, so. Und dann schießt der nochmal. Okay, alles klar, verstanden. Yo. Ah! War ich zu ungeduldig. Können wir? Ey. Sowas meine ich dann mal in Raum 5 bringen, ne? Ich glaube, ich werde so eine Stage nicht schaffen. Also, ich. So realistisch bin ich. Yo, ich bin irgendwie nicht abgesprungen. Schade. Okay, der wieder. Es ist interessant, wie viel jetzt doch trotzdem öfter... Okay, das war bisher der beste Versuch für den Raum. Aber wie viel jetzt, wie oft jetzt dieser Raum... Also, ne? Es kommt trotzdem so eine gewisse Anzahl an Räumen häufiger vor. Ach, scheiße. Ja, guck mal, ne? Das sind alles so Räume, die man schon mal gesehen hat jetzt auch heute. Oder ist es wirklich Zufall? Also, ich glaube, ich weiß es nicht. Ein paar Räume hatten wir zum Beispiel noch gar nicht. Diesen länglichen dunklen Raum hatten wir zum Beispiel auch noch gar nicht. Was mir recht ist, weil ich will den gar nicht spielen, aber nur so grundsätzlich. Ach, Mann! Ich weiß nicht, wann ich da springen soll. Den hatten wir auch noch nicht. Aber der ist auch schön machbar. Okay, jetzt haben wir wieder den. Super, ich muss ein bisschen, ich darf nicht direkt weiter. Ich darf nicht direkt weiter.
Scheiße, jetzt war ich zu ungeduldig. Okay, zum Glück war es nur der Rest, der erste Raum. Oh. Ja, irgendwie so. Oh, der ist auch. Also den haben wir jetzt auch schon mal gesehen, wie er geht. Ja, genau so nämlich. Ich habe es jetzt leider versaut, aber so geht er. Schade. Oh, dieser pure Glücksraum. Ja, toll, toll. Perfekt. Ach nee. Scheiße. Oh. Ihr da viel zu spät abgesprungen. Okay, den kennen und können wir. Da war ich zu ängstlich. Das war schlecht, weil ich den anderen mit kaputt gemacht habe. Schade. Ah, der ist auch interessant. Nein! Oh. Okay, den würde ich auch mal gerne schaffen. Den haben wir jetzt schon so oft gesehen, aber noch nie geschafft. Okay, jetzt haben wir ihn. Haben wir ihn, wollte ich sagen. Hier ein bisschen darf ich warten, aber auch nicht zu lange. Ah, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, das passend zu machen. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Nice. Okay. Gut. Raum 3 mal wieder. Oh, schwierig. Nein. Oh, das hätte geklappt. Oh. Oh, das hätte geklappt von den Dreiecken her. Ich habe nur nicht richtig angesprochen. Schade. Okay, aber wir waren mal wieder Raum 3. Okay. Ah, da ist der letzte Sprung noch das Schwierige. Oh. Das ist auch, möchte ich auch gerne mal wieder machen jetzt tatsächlich, ja. Weil wir... Weil wir mittlerweile verstanden haben, wie es geht, wollte ich sagen. Schade. So, weg mit dir. Auch schade, dass Räume nicht doppelt dran kommen können. So, ich würde einfach die ganze Zeit den Ovo-Raum sonst spielen. Scheiße. Hätte klappen können. Ich habe gerade gesehen, ich glaube, man muss da auf die... Wow! Alter, was ist denn das, dass das mich da rüberzieht immer? Man kann da auf den warten, wenn er den wirft. Ich glaube, der landet da. Oh. Dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen im Raum. Du hast mich vorhin geärgert. Scheiße. Okay. Das ist so ein Raum, den haben wir beim ersten Mal, als ich den Raum gespielt habe, haben wir den geschafft und dann dachte ich so, oh, einfacher Raum. Und jetzt versaue ich den einfach konstant. Oh shit. Jetzt versaue ich den einfach konstant. Das ist unfassbar. Nein, das wär's gewesen. Nein, ich muss den werfen. Hätte klappen können. So, den können wir. Also wirklich. Ich glaube, da sind wir bisher nur zwei oder dreimal gestorben. Oh Gott. Ja, den habe ich noch nicht gecheckt. Den gucke ich mir jetzt auch mal an. Den gucke ich mir jetzt auch mal an. Wo soll ich denn da hin? Also, ich... Ach, ins Wasser! Da oben ist Wasser. Und jetzt hole ich die Shell. Ah! Und jetzt ist der so... Und jetzt falle ich einfach passend runter. So nicht. Okay, nochmal. Also ins Wasser. So. Das ist super. Jo, dann wird es ein Raum,
Wenn das so ist, wie ich es denke, wird das ein Raum, der voll machbar ist. Wieso hat jetzt die Shell nicht? Wieso hatte ich. Was habe ich falsch gemacht? Ach, hab ich die wieder fallen lassen nur? Ups. Also ins Wasser. Shell auslö. Der hat nicht getroffen! Der kann es auch verfehlen. Oha, okay. Muss ich das dann von da unten werfen? Also nicht von da oben, sondern von da unten auf jeden Fall, oder wie? Mann, Alter! Hä, was? Ich drück fein nicht nach unten. Wieso lässt er die nur los? So, okay. Ich glaube, ich muss von hier aus rüberspringen. Ja, okay. Ja, und dann halt da hoch. Okay. Wäre ein möglicher Raum. Okay, wir sind wieder hier. Da bin ich auch noch nie gestorben. Ich hoffe, das wird auch nie passieren. Wow. Jo, passt. Okay, der wieder. Na, hätte klappen können. Nah dran. Nah dran. Oh, nee. Das ist kein guter Raum. Also, das war jetzt nicht, was ich wollte, aber das ist trotzdem kein guter Raum. Okay, der wieder. Den habe ich einfach... Nein, ich bin dumm. Ich muss direkt abspringen. Ah, der wieder. Aber ich glaube, das ist alles. Das ist alles. Okay, der geht. Der Raum geht. Raum 2. Der. Schwierig. Nein, der muss die Shell schießen. Ich bin blöd. Der muss die Shell schießen. Okay. 1, 2 und rüber. Eigentlich brauche ich die Shell da gar nicht mehr. Aber sie sieht... Oh. So. Jetzt gehe ich da hoch. Und zwar schnell genug. Nein. So. Und das war's. Machbar. Oh, der wieder. Jetzt ist das für meinen Raum 3 wieder. Es ist doch... Oh, ist das fies. Oh, ist das fies, wie der Raum einfach immer wieder kommt heute. Wow, okay. So. Okay. Okay. Ich habe nicht viel Möglichkeiten. Ja, schade. Aber so weit waren wir bei dem Raum, glaube ich, noch nie. Oh, das ist ein schöner Raum. Das ist ein relativ garantierter Raum. Also das ist so der Joker mit... Mit dem Pokey-Raum ist das auch so einer der Joker. Definitiv machbar. Der ist auch gut. Der ist auch gut. So, jetzt darf ich das nicht versauen. Das habe ich das letzte Mal versaut. Ach komm. Schade. Okay, den kann ich theoretisch ein bisschen. Wenn ich es nicht komplett versaue. Sieht gut aus. Nice. So, Raum 2. Mhm. Den darf ich auch nicht versauen. Nice. Raum 3. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist jetzt wieder vorbei. Da ist jetzt wieder vorbei. Den muss ich lernen. Den muss ich lernen. Weil, ja, ich weiß nicht, was ich da machen muss. Den muss ich lernen. Okay. Vielleicht ist der ja machbar. Wir werden sehen. Also. Hier löst er den einen aus, aber dann, wie geht's denn dann weiter? Ich kann den nochmal dran, aber... Also, wie kann ich denn... Also, ich... Ah, warte. Kann ich erstmal den auslösen? Ah, und dann hier den zweiten. Und dann hier den P-Switch? Ja, und dann? Vielleicht tauchen da Blöcke auf. Also, hier den... Ja, super. Also, hier den ersten. Hier den zweiten. P-Switch.
Ah, da taucht ein Block auf. Okay, okay, alles klar. Ja, okay. Ist theoretisch drin. Ist auf jeden Fall ein Raum mehr, wo ich sage, ist jetzt nicht so schlimm, wenn er kommt. Okay, der ist gut. Der Raum ist gut. Der Raum ist gut. Ja, mit Aufregung wird er halt dann schwieriger. Ach, Mann. Okay, der Raum ist nicht so... Oh mein Gott, dafür haben wir ihn jetzt mal wieder geschafft. Nice. Okay. Nein, ich habe den Block nicht ausgelöst. Schade. Okay. Den können wir auch schaffen, haben wir gerade gesehen. Ja, gut. Ja, gut. Gut, passt. Abflug. Raum... Oh, kein guter Raum 2. Na, ja. Nee. Das ist... Das sind Räume, da ist man viel zu aufgeregt. Oh, okay. Ja, ich weiß grob, wie es geht. Ich weiß grob, wie es geht. Okay, jetzt haben wir es mal wieder. Jetzt haben wir es mal wieder. Raum 2. Okay. What? Was ist passiert? Hä? Ich hab's nicht gesehen. Was ist passiert? Nein! Oh Gott, der Raum ist auch ganz kritisch. Okay, aber möglich. Kritisch, aber... Oh, der ist auch... Ja, ich weiß grob, was ich tun muss, aber schwierig. Oh, mhm. Ja, das Timing hier ist halt... Kannst du knicken. Ach, komm. Wenn ich... Das ist auch so ein doofer Raum. Können wir? Haben wir noch nie geschafft, weil ich es immer wieder aus irgendwelchen Gründen versaut habe? Er ist halt theoretisch eigentlich echt nicht schlimm. Woran hat es immer gelegen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwann konnte ich einmal nicht springen oder so. So. Wow, das ist das erste Mal, dass wir den Raum schaffen. Chillig. Okay. Das Mitnehmen von dem Block ist halt so eine Scheiße, ne? Ja, entweder das... Ich hasse es. Ich hasse es. Man muss exakt gleichzeitig die Töpfe drücken. Oh, was ist das denn? So nicht. Okay, kann ich mir den mal angucken? So auch nicht. Muss ich da schnell sein? Ah! What the heck? Ah, okay, verstanden. Aber muss man ja richtig schnell sein. Ja, okay, und dann Shelljump drauf, alles klar. Muss nicht. Okay. Wenn dieser dumme P-Switch am Ende halt nicht wäre. Der halt... Ah, oh, der macht es so kritisch. Ah, oh, das ist auch so ein ganz blöder Raum. Ja, mit einem Peach-Jump könnte man es retten, aber... Oh, der ist auch... Der ist auch richtig frech. Das ist... Das ist so ein richtiger Stressraum. Ja, das ist auch nix. Ja, schon vorbei. Ja, komm, ey, das ist doch... Okay. Den? Ja, jetzt habe ich mal wieder nicht mehr versaut. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Wow, das war zu nah. Gut. 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 Sollte eigentlich jetzt drin sein, den abzuschließen. Yes. Raum 3. Oh nein. Ja, das war's. Ja. Ja.
nicht so schlecht für. Okay. Oh, es war knapp. Es war knapp. Okay. Ach, scheiße. Hm. Ach, ich bin... Ja, es ist... Nee, der Raum ist scheiße. Wir hatten den Shell-Champ-Raum auch lange schon nicht mehr, ne? Ich glaube, heute noch gar nicht. Also, einige Räume tauchen so überhaupt nicht auf. Andere dafür öfter. Werde das Gefühl nicht los, dass doch ein paar Räume, wenn man das Level betritt... Nee, echt nicht. Häufiger vorkommen wie andere. Ne? Also, bisher ist so eine gewisse... Ein gewisses Vorkommen von Leveln sehr häufig und andere kommen noch überhaupt nicht vor. Die es aber auch gibt. Ach, da wird mich wahnsinnig echt die Wahrscheinlichkeit interessieren. Falls es da eine gibt. Nice. Raum 2. Och nee. Selbst wenn ich durch die Lücke komme, ich schaffe es mit der Tür nicht. Ich erwische die Tür ja nie. So, jetzt kann ich kurz das testen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube nämlich, der wirft den da... Und der ist auf der... Ja, der ist da auf der Linie. Oh, das macht es ja viel leichter. Okay, der Raum ist gerade so viel leichter geworden, weil dieses Viech da auf der Linie landen kann. Alles klar. Oh! Ja, nice. Nice. Wir kommen mal wieder in Raum 3. Finde ich gut. Raum 3. Okay. Nicht versauen. Den Raum jetzt bitte nicht. Schade. Okay, paar Versuche machen wir noch, dann gehen wir bei States. Dann gehen wir bei States. Den hatten wir auch noch gar nicht, den Raum. Also heute. Sonst schon. Sonst hatten wir den schon. Ja, genau. Probier mal was. Ich will mal was wissen, ob das funktioniert. Okay, nein. Ach. Okay. Okay. Ich glaube, hier habe ich eine ganz gute Strategie, wie der geht. Oh. Das ist halt so ein Durchhalteraum. Das werde ich nicht schaffen. Ha, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Ist potenziell möglich. Oh, jetzt sind wir hier wieder. Aber auch der ist, denke ich, mittlerweile so von meiner Strategie her relativ gut machbar. Ja. Nö! Ist jetzt nicht passiert, ey. Okay. Nein, ich, wieso springe ich nicht, Trottel? Okay. Den können wir mittlerweile. Ich bin daneben gesprungen. Scheiße. Hm. Die Timing-Geschichte. Die nicht funktioniert hat. Oh, okay. Ah, das... Ja, okay. Gut, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir sind bei 40 Minuten. Ich wechsle an der Stelle jetzt mal zu Save States. Und zwar folgendermaßen. Ich habe mir überlegt, ich spiele mit Save States bis zum 4. Raum. Ja. Und den 5. Den, damit so ein bisschen Aufregung zumindest dabei ist, ja. Also ich darf sozusagen für jeden Raum praktisch das Daten und den Raum wiederholen, wenn ich nicht schaffe. Aber den 5., den muss ich auf Anhieb schaffen. Ich denke, so mache ich es mir nicht zu leicht. Und so ist ein bisschen Challenge noch drin. So. Okay.
Na, jetzt darf ich den wiederholen. Also hier State und los geht's. Sehr schön. Schneller. Oh nein, ich hab's versaut. Oder wir machen es anders. Wir setzen den State, bevor wir in den Raum gehen. Damit es dann trotzdem Zufall bleibt, was ich bekomme. Ich denke, wir machen es so, damit es Zufall bleibt, was ich bekomme. Damit ich nicht immer den gleichen Raum habe. Aber ich darf halt für... Also wenn ich einen Raum geschafft habe, darf ich einen State setzen. So, das ist das, was ich meine. Und wenn ich es bei 5 nicht auf Anhieb schaffe, geht es wieder bei 1 los. Nein, ich habe verfehlt. Okay. Ja gut, gut, wenn ich den ersten Raum versaue, brauche ich auch nicht den State laden. So, das ist ja trivial, dass ich hier durch die Tür gehe. Null. Das heißt, der State geht eigentlich auch erst los. Oh, schade. Der State geht eigentlich erst los ab dem zweiten Raum. Vorher ist es Quatsch, logischerweise. So, ab jetzt. Moment, aber stopp zurück. Ja, oh, wobei, ist jetzt blöd. Ich wollte jetzt sagen, bei der Tür gerade ist es schwierig, weil bei der Tür direkt einen State zu setzen ist schwierig. Dann machen wir es jetzt hier mal anders. Also machen wir es jetzt mal normal. Den sollte ich eigentlich auch schaffen. Also den Raum sollte ich eigentlich auch schaffen. Es ist ja ganz nett, dass der kommt. Okay, und hier setze ich jetzt einen State vorher. Sodass, wenn ich jetzt den nächsten Raum versaue, ich trotzdem den Zufallsgenerator drin habe. Okay. Schauen wir mal. Bitte, bitte, bitte. Ja, nein, nein. Oh. Okay, jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, ob es Zufall bleibt. Ja, okay, es bleibt Zufall. Dann funktioniert es so, wie ich mir das gedacht habe. Und wenn ich so Türen habe, wo man warten kann, bis man reingeht, ne? Wenn ich so Türen habe, wo man warten kann, bis man reingeht, dann mache ich das mit dem State. Ansonsten muss ich den State nachher setzen. Ja, schade. Okay. Die wäre eigentlich theoretisch möglich. Nein, es war richtig. Ich mache das... Ich bin da immer zu dumm. Ich bin da immer so dumm. Es war richtig. Oh, ich kenne mich schon wieder. Meine Güte. Okay. Komm hierher. Sehr schön. So, und hier kann ich auch den State setzen in Ruhe. Ne? Und jetzt wieder random in die nächste Tür rein. Okay, den sollten wir eigentlich echt schaffen. Okay, sehr schön. State. Und jetzt, wenn ich den nächsten Raum... Wobei, jetzt ist das State eigentlich egal. Wenn ich den nächsten Raum nicht auf Anhieb schaffe... Von vorne. Ja, versteht ihr Konzept? Gut. Okay. 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 Ich kann den. Ich kann den. Ich muss den jetzt schaffen. Ich kann den. Ich weiß, wie der geht. Ja, scheiße. Okay, von vorne. Den habe ich auch noch nicht so richtig gecheckt. Den will ich aber auch, glaube ich, nicht checken. Oh ja, schwieriger Raum. Ja, super. Toll. Toll. Fantastico. Okay. Ja, sehr gut. Sehr gut. Läuft. Läuft. So, State. Durch. Okay. Oh, dumm, dumm. Schade. Ja, genau. Kann ich gleich laden. Ganz ehrlich, da kann ich gleich laden. Das ist ein Scheißraum einfach. Ah, das war schlecht. Den hätte ich schaffen können. Oh Gott. Na gut, wir probieren's. Ich check nicht ganz, wofür die... Also ein paar Sachen erscheinen mir hier einfach böse überflüssig. Okay. Nein, das war zu bald. Ach, Mann. Okay. Theoretisch könnte ich den ja mal schaffen. Oder auch nicht.
Okay, den kennen wir und können wir theoretisch. Ja. Hier konnte ich jetzt nur... Ja, das ist jetzt halt das Dumme. Da musste ich schnell durch die Tür. Da war es das State-Setzen nicht so gut möglich. Also jetzt müssen wir halt den Raum hier hernehmen. Aber theoretisch kann ich den Raum ja auch. Scheiße. Na, jetzt habe ich hier halt keinen Zufall drin. Weil ich halt schnell durch die Tür musste und dann hier nicht warten kann. Hier kann ich den State auf jeden Fall setzen. Jetzt kann ich den State setzen und kann hier dann durchlaufen. Okay. Ah, ich wollte nicht... Nein, ich wollte den... Moment, den kann ich aber spielen. Ich kann zurückspulen. Okay, ich wollte auslösen und nicht laden. So. Mal gucken, ob wir es schaffen. Schade. Gut, jetzt muss ich eh laden. Okay, der Raum. Oh, das ist es erstmal das... Okay, ich muss aber wieder... Ja, Raum 5 ist der einfach. Ach, komm. Oh. Ja, werde ich nicht schaffen, aber habe ich halt Pech gehabt. Ja. Von vorn. Aber ich denke, so mache ich es mir wirklich nicht zu leicht. Also ich hoffe, damit seid ihr auch zufrieden. Okay, jetzt hätte ich die Tür oben. Habe ich jetzt vergessen zu staten. Wenn ich vergesse zu staten, ist es mein eigener Fehler. Dann geht es auch zurück zur Tür. Also ein bisschen zu leicht, wie ich es mir echt nicht mache. Nice. Okay, den Raum haben wir. Ich setze mal hier den State, weil hier jetzt durchkommen ist nicht schwierig und dann kann ich hier problemlos durch. Okay. So. Schade. Okay, ich kann auch hier setzen. Oh. Ach, Mann, ich bin so blöd. Okay. Nein! Ach, dass ich das versaue, ist so ärgerlich. Hä? Oh, wir sind wieder hier. Na, oh, da war ich zu schnell. Jetzt war ich zu schnell. Okay, der Raum mal wieder. Aber ich bleib dabei. Man merkt, dass sich einige echt wiederholen hier. Mehr als andere. Interessanterweise. Ich komm da nicht. Ich hab's, glaube ich, irgendwann einmal habe ich es, glaube ich, geschafft, durch die Tür zu kommen. Oh, der Raum wieder. Ach, Mann. Ja, genau. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ach, komm. Da lade ich gleich. Nice. Nur den konnte ich jetzt halt... Das ist halt jetzt wieder der Punkt. Den kann ich schlecht staten, ne? Da kann ich die Tür nicht staten. So, das ist... Mann, es geht immer in die falsche Richtung. Aber jetzt muss ich den Raum spielen. Wenn ich das vorhin bei Raum 5 gemacht hätte. Mann. Okay, so. Hier kann ich jetzt aber wieder vorher den State setzen. Und wir gehen in Raum 5. Okay. Den hatten wir heute noch überhaupt nicht und den kann ich auch. Sehr schön. Raum 5 muss jetzt klappen auf Anhieb. Okay. Okay. Es ist möglich. Es ist möglich. Einfach nicht versauen. Okay. Ich meine, gut, wie gesagt, wir haben es mit Safe State gemacht und so weiter. Weiß ich, dass das nicht die echte Challenge jetzt war. Aber ich habe versucht, noch ein bisschen eine Challenge draus zu machen. Indem ich halt gesagt habe, der letzte Raum muss dann zumindest auf Anhieb klappen. Okay, was kommt jetzt? Ah, es gibt hier tatsächlich einen Mond. Okay, gut. Es gibt hier einen Mond. Ja, also... Ja. E. Was für E? Wait, what? Hier gibt's noch ein Level? Endless RNG?
Was ist das denn jetzt? Ach so, okay, das ist einfach nur... Okay, verstanden. Das ist nur Highscore-Jagd. Da gibt's auch hoffentlich... Da gibt's hoffentlich keinen... Wie Room 7? Hä? Da gibt's hoffentlich keinen Mond oder so. Hä, Room 6? Room 7. Ach so, das geht jetzt von der, sozusagen von der 5 aus weiter. Also ich hoffe, da gibt's keinen Mond. Das wäre kritisch. Den Raum hatten wir auch noch gar nicht heute, tatsächlich. Der ist eigentlich auch gut machbar. Aber naja. Ja, das ist einfach nur für deinen eigenen Highscore. Okay, verstanden. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, da gibt's keinen Mond. Wenn wir irgendwann lesen, Endless RNG hat einen Mond, schwierig. Ganz schwieriger Hase dann. So, also absolut RNG haben wir. Kann ich abhaken. Absolut... haben wir den Mond. Puh. Okay. Es fühlt sich nicht so hundertprozentig richtig an, muss ich gestehen. Aber ich weiß nicht, anders. Wie soll ich es anders machen? I don't know. Gut, nächstes Level, Tears of the Bloody. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.